Und herzlich willkommen zurück zu einer für mich heute zurücksetzten Folge. Yeah. Wir sind 18, Bebe. Ab jetzt gibt's den harten Stoff. Aber erstmal müssen wir zur Werkstatt fahren. Und dann bei uns einen Truck auf Vordermann bringen und dann mal gucken, gleich mal gucken, was wir da so für Upgrade-Möglichkeiten mittlerweile haben. Wir haben ja jetzt eine immense Gehalt, finanzielle Finanzen und so. Gut, pennen können wir auch bald mal. Wird wieder dunkel. Wir sind so ein bisschen fiebermüde. Auch schon wieder dieses Parkding. Ach ja, wir haben hier diese Wackel-LKW drinne. Hey. Da wird gepimpert in dem LKW. So, hier vorne können wir gleich pennen und tanken. Die Einfahrt ist hier, ne? Ja. Alter, was liegt hier alles für Müll aufnehmen? Brauchen echt mal Praktikanten. Oha. Die 3 cm haben jetzt noch gefehlt. Kein Bock auf Regen. So, lalala, ist ein Level aufgestiegen. Sehr geil. Na, Kredit natürlich wieder, aber wir haben immer noch 60.000. Sehr geil. Ja, komm. Dass wenn er unten die Geschwindigkeit nicht erhöhen kann, ey, das ist ja. Los, ich will wissen, was hier abgeht. Was, das war schon? Wir haben gerade 20 Stunden gepennt und das ist alles, was passiert ist? Heieieiei, mal gucken. Fahrermanager, genau. Nur ein einziges Level bisher. Digga, was macht denn der Dude? Der hat immer noch nur ein Level. Ich glaube, den schmeißen wir gleich raus. Achso, weil er hier die eine Platte dabei hatte. Aber trotzdem, ist ja gar nichts. Das ist schon echt heftig. Die hat auch schon 2 Level mittlerweile. Sehr geil. Ja, hat doch beim letzten gleich 4.000 verdient, ne? Und er hat hier auch schon ordentlich was. Aber dieser. Ich wollte gerade schon wieder Ivan sagen. Istvan. Was ist das für ein Name? Dieser Istvan ist wahnsinnig. Er ist wahnsinnig. Okay. Gut. Ja. Naja, mal gucken. Das macht es hier nicht so gut. Das ist eher traurig bei ihm. Nee, nee. Gut. Wenigstens läuft es bei ihr mittlerweile auch schon Level 2. Sehr geil. Sehr, sehr geil. So, wie sieht es denn finanziell gerade aus? Wir haben 50.000. Da können wir noch nichts mehr zurückzahlen. Okay. Dann gucken wir mal. Tanken können wir da vorne gleich. Hier kommen wir gar nicht raus. Oh.
Nein, ich glaube, hier ist die Ausfahrt, ja. Da ist Ausfahrt. Ey! Ernsthaft? Nicht noch mal ein Liter mehr? Das ist ja traurig. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir am günstigsten zur nächsten Werkstatt kommen. Die war hier vor. Der Hurensohn zeigt schon wieder die Werkstatt nicht. Ey, krieg meine Oma. Ist doch kloppt hier. Oh, direkt da vorne. Okay. Auf geht's. Biege nach links ab. Biege nach rechts ab. Ah. Ist das schon grün? Nee, ist rot. Da oben, wie soll ich denn bitte schon Oma kennen? Hallo, Ampeln. Na gut, zumindest ist hinten noch einer. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Guten Tag, hier ist der Bus. Geht aber auch relativ wenig Bushaltestellen im Game, ne? Ich meine, gut, so viel Stadt fahren wir ja hier nicht. Ich meine, es ist ja Autobahn und Landstraßen. Aber. Es ist vorbei. So. Als allererstes Wartung. 10.000, alter, heilige Scheiße. Ja, vor allem haben wir hier halt, ne, bei ETS gibt es ja diese Versicherung nicht, wie bei ATS. Was sehr schade ist. Ich meine, klar, ne, in ATS ist das halt, da sind halt alle LKWs versichert. Hier in Europa ist das halt optional, aber eben, da könnte man es doch halt auch in-game optional machen. Aber nee, hier gibt es das gar nicht. Naja. So, gucken wir mal. Ha, was gibt es denn mittlerweile mehr? Das ist natürlich noch viel zu teuer.
Hier könnt ihr mal gucken, aber ich glaube, mit unserem Fahrwerk bin ich eigentlich soweit zufrieden. Klar, geht mehr, aber die Frage ist halt, bei den Preisen lohnt sich das? Das alleine kostet 57.000, das können wir uns noch nicht leisten. Das macht hier Motor, das würde sich schon lohnen. Damals immerhin schon mal die 6.000, das lohnt sich auf jeden Fall. Das machen wir. Das ist definitiv eine gute Investigation. Whatever. Das ist auch noch geil. Ne? Zwei Klettergänge. Oh, ist schon die höchste Ausbaustufe. Okay, let's go. So. Hier bleibt alles, wie es ist. Hier bleibt auch alles, wie es ist. Gucken wir mal, ob sich hier mittlerweile ein bisschen was getan hat. Hier zum Beispiel können wir jetzt den Spacer. Warum nicht? Da haben wir schon gut. Hier haben wir auch schon ordentlich. Hier, also, das ist LED-Dings. Das brauchen wir definitiv nicht. Sieht nur hässlich aus. Ja. Ja, nee. Ja, nee. Ja, nee. Ja, nee. Hier vorne sieht eigentlich alles soweit gut aus. Ich glaube, hier vorne müssen wir gar nichts ändern. Ich meine, das Ding hier könnte man noch nehmen. Bumm. Aber so geil sieht es nicht aus. Jetzt hat er die ganzen Lampen in 4 immer noch entfernt, ne? Kann ich hier nicht die sagen. Da ach, leck mich doch. Ah, da, das ist ein bisschen nervig hier. So, guck mal, jetzt, hier gibt es noch einen mit zwei Klettergängen. Was ist denn da der Unterschied? Genau, gar nichts. Die haben die gleichen Rationen, die haben die gleichen Differentiale drin. Hä? Ach, der hat noch einen Retarder mit dabei. Ja, okay. Ja gut, dann ja. Da meinetwegen. Let's go. Auch wenn ich mittlerweile gar nicht mehr so sehr ein Freund vom Retarder bin. Zumindest so, wie es hier in-game implementiert ist. So. Okay, also vorher brauchen wir nichts machen. Hier brauchen wir eigentlich. Sieht auch schnick aus. Hier bin ich am überlegen, ob ich ein bisschen mehr Reifen mit ein bisschen mehr Grip nehme. Aber ich glaube, mehr als B gibt es hier gar nicht. Ne. Also A gibt es hier gar nicht. Also hier bei dem Aquaplaning. Bei dem Aquaplaning gibt es aber nur bis B. Schlechteste ever. Ja, also haben wir eigentlich so ziemlich die besten Reifen schon drauf. Oh, passt schon. So, hier hinten gibt es eigentlich auch nicht mehr viel mehr, was hier noch Sinn macht, ne? Oh ne, unser LKW ist soweit eigentlich schon auch relativ komplett, ne? Ne, lass mal. Ne, schwarz sieht hier besser aus, definitiv. Ach, siehst du, die haben jetzt bei der neuen Version, bei der 1.45er, haben die jetzt hier dieses fünfte Rad. Ist jetzt, ne, das ist ja jetzt, soweit ich weiß, universal. Also alle LKWs haben das gleiche. Und ab der Version 1.45 hat wirklich jeder LKW wirklich das Ding, was sie auch im Echt hätten. Also LKW-spezifische fünfte Räder. War auch schon mal gar nicht mal so schlechtes. Ich glaube, hier bei dem LKW können wir gar nicht mehr so viel Sinnvolles machen. Der ist soweit schon final. Einziges ist halt, dass wir vielleicht irgendwann mal von einer Achse hinten auf drei gehen. Aber selbst da bin ich mir nicht so sicher, ob ich das überhaupt möchte. Weil er sieht so, wie er jetzt gerade ist, echt schnieke aus. Das sieht schon echt cool aus. Muss man einfach mal so sagen, wie es ist. So, hier ganz heftig. Also,
Du bist das da. Oh, mehrere Volvos. Oh, ja, mehrere Volvos. Dann bist du der da und du bist dafür. Meinetwegen ein Sandwich. Ne, damit der da. Oder noch besser. Wollen wir mal gucken hier, wie es normale Sicht ist. So. Dann wär's doch fast besser. Wenn du der hier bist. Lass uns gucken hier, wenn da hinten das Handy ist. Dass ich mal umschalten muss. So. Ah, nee. Nimm sie nicht allzu viel. Ist immer noch so ein bisschen so. Gerade so aus der Sicht raus. Dann machen wir lieber doch, dass für vorne das Handy liegt. Ist praktischer. Ja. So, jetzt müssen wir mit der Kamera ein bisschen weiter rauszoomen, dass wir das hier öfters besser sehen. Ah, ja. Okay, okay. So. Ansonsten inneneinrichtungstechnisch ist der eigentlich auch schon auf dem endgültigen Stand. Wir könnten hier noch ein bisschen so Gehänge ranbamseln, aber ganz ehrlich, fühle ich nicht wirklich. Das Ding hier vorne reicht vollkommen aus. Boah. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Hier haben wir, genau, 600 PS haben wir jetzt. Und neues Getriebe haben wir. Ist doch auch ganz geil. Let's go. Bestellen. So, jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Ich meine, so sieht er natürlich schon wuchtiger aus, keine Frage. Aber wirklich schöner aussehen, ist dann doch schon die Frage. Gut, jetzt außerdem fehlen jetzt hier diverse optimierte, war das das? Ja, ne? Ja. Michelin X-Line Energy 2. Gibt's hier gar nicht? Ach so, weil das ja, da ist ja keine Zwillingsbereifung. Da haben wir den Energy F. Der da. Genau. Mit A, B und 70. Besser geht nicht. So, und hier haben wir den D2. X-Liner D2. Der da. Was auch das Beste ist, was gibt's laut den Bewertungen, also laut den technischen Daten. Ja, aber ich muss da ganz ehrlich sagen, ich bin nicht wirklich von die Optik her so, dass man sagt, ja, doch, das lohnt sich voll krass. Ich meine, klar, so können wir Schwertlasttransporte machen. Ja. Das heißt, deswegen früher oder später werden wir das wahrscheinlich schon umstellen, aber da lasse ich mir wirklich Zeit, bis das finanziell sinnvoll ist. Weil, ne, man sieht, der Umbau kostet schon 120.000. Also, ist schon ein ordentliches Sümmchen. Und das mache ich auch frühestens dann, wenn wir den, hier den 750 PS Motor haben. Weil mit 600 PS kann man zwar auch schon schwerer Transport machen, ist aber nicht wirklich ein Spaß, von daher. Das da mit dem Ausbau lassen wir uns noch ein bisschen Zeit. Das muss jetzt nicht heute und morgen sein. Das fühle ich noch nicht so richtig. Auch passen die Räder da nicht wirklich dazu von der Optik her. Da müssen wir uns dann also auch nach neuen Rädern umschauen. Die Räder passen halt zu dem Vierrad-Dings nicht wirklich von der Optik her. Da werde ich dann wahrscheinlich eher wieder mit den Standardrädern gehen. Die sehen da doch besser aus. Top. Ja, das sieht wesentlich besser aus. Auch wenn ich jetzt hier die Chrom genommen habe, warum auch immer. Ah ne, Silver. So, jetzt sieht es direkt noch besser aus. Ja, das sieht bei weitem besser aus. Sehr geil. Und ja, ich weiß, ich will die ganzen Radkappen oder die ganzen Schraubdinger, also die hier so schön bunt sind da, diese weißen Dinger da,
Bunt, klar. Ja, okay. Okay, also haben wir hier schon mal rückgängig machen, ja. Schon mal nichts gewonnen. Wie gesagt, so wie der LKW jetzt gerade ist, sieht der auch echt geil aus. Und wie gesagt, solange wie wir nur 600 PS haben, reicht hinten eine Achse auch vollkommen aus. Der sieht so schon ganz schnieke aus. Und wir haben dafür hier dieses schöne Azunemiku-Emblem noch drauf. Ich bin immer noch nicht mit dem rosanen hier, mit dem türkisen zufrieden. Mit dem Cyan. Das zieht ja irgendwie so ein bisschen. Jetzt ist sticht zu sehr heraus. Siehst du, wir können mal gucken, was wir. Ach man, muss ich erstmal. Erstmal zurückfahren. So. Mal gucken, ob wir sie hier mittlerweile auch beim Auflieger ein bisschen was machen können. Der Wilde kommt. Genau. Die Dinger können wir nur haben, wenn wir in Skandinavien sind. Ist uns aber auch nicht so. Also ist eigentlich völlig egal. Ja, gut, Kühler kostet natürlich 60.000. Das ist dann doch schon. Können wir noch nicht machen. Aber wir können uns ein bisschen schon mal überlegen, ob wir hier so einen isolierten nehmen. Wobei auch das mittlerweile 50.000 ist auch einfach zu teuer noch. Ah, gut, müssen wir noch hier mit dem Planauflieger arbeiten. Ich bin natürlich schon ein extremer Fan von diesen Seitentüren. Ne? Gekühlt und Seitentür gibt es leider erst hier ab. Ne? Eins von den beiden ist das denn. Weil das hier ist ja auch wieder an der Seite geschlossen. Da hast du dann nur hinten einen Eingang. Er sagt, ich persönlich bin ein Fan von den Seitentüren. Da kann man mit einem Gabelstapler den schön von der Seite ranfahren. Das ist vom logistischen Standpunkt her ist das schon echt optimalst. Aber halt nur in Kombination mit dem Kühler vorne, weil dann kannst du wirklich jede Fracht benutzen. Aber wie gesagt, da fehlt noch ein paar Level. Oh, gerade noch zwei Level. Okay. Und vor allen Dingen ein paar tausend Euro. Da ist doch ganz schön teuer. Warenkorb. Ich bestelle gleich einen. Ja. Da, das ist ganz schön teuer. So, hier können wir mittlerweile. Nee, vier Achsen können wir noch nicht. Schade eigentlich. Aber wir können schon zwei lenkbare Achsen nehmen. Lohnt sich das? Vor allen Dingen haben wir dann wieder dafür die erste Achse starr. Hier können wir die erste Achse einfahren. Von daher macht das, denke ich, keinen Sinn. Vor allem sind die beiden hinteren Achsen denn nur lenkbar, nicht einfahrbar. Das heißt, wir haben dann auch immer einen höheren Spritverbrauch. Ne. So, Lackierung ist ganz klar. Die ist hässlich. Da gehen wir mal mit dem schön klassischen Weiß. Wobei ich sagen muss, ich persönlich privat habe natürlich auch einen Auflieger mit der Lackierung, keine Frage. Aber bevor ich diese Mod hatte, habe ich immer mit der weißen Plane einfach klassisch weiß, ohne alles. Weil ich finde einfach bei LKWs, also bei den Aufliegern, passt dieses Weiß wirklich. Das ist so eine universale Farbe. Egal wie der LKW aussieht, egal wie krass designt der LKW ist, als Auflieger weiß passt trotzdem immer. Also, das ist wirklich bei Aufliegern weiß beste ever. Bei LKWs nicht. LKW, die komplett weiß sind, sehen halt, naja. Aber bei Aufliegern nehme ich immer weiße Auflieger. Außer jetzt mit der Mod nehme ich halt das Ding. Ah. Wie gesagt, hier finde ich nur schade, dass das Ding hier zu türkis ist. So, gibt es denn hier was Neues? Aha, hier haben wir mittlerweile diesen Windabweiser. Bin ich aber ehrlich gesagt, obwohl der auch so grün ist, kein Freund von. Deplatzierter geht gar nicht, oder? Nope. Definitiv nicht. Nee, das passt hier auch. Ich meine, das Ding wäre natürlich ganz geil. Kunststoff. Achso, ja. Müssten hier die Sachen abmontiert werden. Weil, wie gesagt, das Ding würde natürlich schon mit so einer Rampe schon ganz cool sein. Ha. Nee.
ehrlich gesagt auch nicht, nee. Nee, lass mal so, wie er ist. So, hier haben wir immer noch. Genau, da haben wir diese Staufächer. Das heißt, hier brauchen wir eigentlich keine Staufächer mehr. Und da können wir das auch so lassen. Ja. Erstens ist ihr Kopf abgeschnitten und zweitens auch wieder so grün. Dass man diese Akzentfarbe hier nicht ändern kann, das ist so störend. Dieses extrem knallige Grün, das ist, oder Türkis, das versaut ein sämtliche Optionen hier. Naja. Jawohl. Nein. Wow, Ronny. Wow, du bist ja echt ein King of Dummer. Danke. Weg. Aus. Ende. Finito. Kein Bock mehr. So. Ja. Was haben wir jetzt eigentlich alles? Achso, ja, genau. Wir haben einen stärkeren Motor. Wir haben jetzt zwei Klettergänge. Passt doch. Ist ja ganz cool. Auch wenn ich immer noch nicht genau weiß, wie ich diese Klettergänge reinbekomme, manuell jetzt. Dafür gibt es leider keine Option. Ne, beim echten LKW, da hast du ja diese Gangschaltung, da hast du ja R, P, D1 und D2. Und halt mit D1 kannst du halt diese Klettergänge abrufen. Und das gibt es hier aber halt in-game leider nicht. Das ist ja mal eine schöne Option, die ich hinzufügen könnte. Eine Taste, mit der man in der Automatikschaltung Tropfen auf die Klettergänge gehen kann. Und vor allen Dingen auch in den Klettergängen bleiben kann. Und der nicht automatisch in den dritten oder vierten Gang oder so schaltet. Dann merkt, dass er es nicht schafft und er wieder zurückschaltet, nur dann Wuff wieder hochzuschalten. Kennt man ja. So, wir sind ausgeschlafen, wir haben getankt. Dann können wir jetzt eigentlich die nächste Mission in Angriff nehmen. Wir können es aber auch ja, lassen, weil Zeit ist um und so. Das heißt, wir packen hier nochmal schön ein. Sehr schnieke. Yeah. Guck durch diese LKW an. Nice. Der war geguckt. So. Okay. Aha. Dann speichern wir das Ganze mal. Und ich glaube, es ist sogar ganz gut, dass ich keine Mission anfange. Dann kann ich nämlich. Morgen nehme ich dann wahrscheinlich wieder ATS auf. Und selbst wenn nicht, auf jeden Fall kann ich dann nämlich jetzt dann doch mal das Spiel updaten auf die 1.45 und dann würden wir sowieso so zurückgesetzt werden. Macht also Sinn, jetzt keine Mission mehr anzufangen. Von daher, gespeichert haben wir. Ich kann mal wieder richtig speichern hier. Speichern, speichern. Und Spielstand 2. Im Mai. Das ist jetzt schon gefühlt ein paar Monate her. Haben wir schon lange nicht mehr richtig gespeichert. So. Jutchen. Genau, perfekt. Wobei, wir müssen hier so schön Beauty machen. Stay alive, stay alive. So, ja, sie sieht auch gut aus. Noch ein bisschen rangehen hier, ein bisschen zu sehr.
So ist gut. Vielleicht ein bisschen hoch. Nee. So ist gut. So ist perfekt. Vielleicht ein bisschen gerade. Nee, so ist gut. Perfekt. So, dann noch ein Quick Save und dann haben wir alles. Sehr schön. So, dann soll es das für heute gewesen sein und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder, die dann wieder ATS sein wird. Und vielleicht kriege ich auch irgendwann mal raus, was mit meinem Test los ist, warum es da kein Audio gibt. Und dann werden wir mal wieder meinen Test spielen, aber jetzt erstmal. Bis dann.